Zu einer kleinen Herbstreise war ich heute nach Merseburg in Sachsen-Anhalt unterwegs. Die Zugfahrt in Leinefelde begann am frühen Morgen schon mit fast einer Stunde Verspätung. Und so ging es dann über Nordhausen, Halle Hauptbahnhof nach Merseburg. Mit Umsteigen war ich dann auch über eine Stunde später als geplant in Merseburg am Bahnhof angekommen. So ging es dann zum König-Heinrich-Denkmal, dem Eulenturm und dem Ständehaus. Danach durch den Schlossgarten am Turm Dicker Heinrich vorbei hinüber zum Merseburger Raben. Es folgten Schlosshof und Dom und dann ging es zur Neumarktbrücke an die Saale. Auf dem Skulpturenweg ging ich dann zum oberen Wasserturm und dann hinüber zum krummen Tor. Vorbei an der Stadtkirche ging es dann zum Gottharddeich und anschließend wieder zum Bahnhof. Und hier stehe ich auch am Merseburger Bahnhof und werde nun einen Weg in die Stadt suchen. Auf meinem Weg in die Stadt komme ich zuerst an der katholischen Kirche St. Norbert vorbei. Merseburg ist eine der ältesten Städte Mitteldeutschlands und gleichzeitig Dom- und Hochschulstadt. Hier fährt gerade die Straßenbahnlinie Nummer 5 vorbei. Sie ist mit einer der längsten Deutschlands und fährt direkt bis nach Halle. Vor dem Denkmal König Heinrich I. bleibe ich hier einen Moment stehen und dann gehe ich hinüber einen Weg in Richtung des Eulenturms. Es waren dann vom Denkmal entlang eines kleinen Baches ca. 100 Meter bis zum Eulenturm. Der Turm gehört zu den denkmalgeschützten Resten der Merseburger Stadtbefestigung. Ich ging dann einige Straßenzüge weiter, sah vor mir schon einmal das Ständehaus, ging aber erst einmal hinüber zum Schwarzen Tor, welches ebenfalls zur alten Befestigungsanlage von Merseburg gehört. Nun gehe ich aber direkt hinüber zum Ständehaus, welches sich ja in unmittelbarer Nähe des Merseburger Doms und Schlosses befindet. Errichtet wurde es als Parlamentsgebäude des Preußischen Landtages und dient heute als Kongress- und Kulturzentrum. Und gleich gegenüber des Ständehauses war nun auch der Eingang zum Schlossgarten. Im Sommer ist ein Besuch des Schlossgartens sicherlich noch attraktiver. Heute war es sehr stürmisch, aber ich hatte Glück, dass es dabei zu wenigstens sonnig war und nicht regnete. Ein paar bunte Blumentupfer gab es ja hier nun doch noch im Herbst vor dem Standbild von Friedrich Wilhelm III. Hier vom Rande des Schlossparks aus konnte ich dann von einem Aussichtspunkt hinunter auf die Saale schauen. Ich nahm nun an diesem Vormittag den Weg in Richtung Schloss und kam erst einmal am Turm, genannt Dicker Heinrich, vorbei. Über eine Art Burg- oder Schlossgraben hinweg gelangte ich dann zu einem Eingangstor und kam hier am Schloss von Merseburg an. Am Bahnhof hatte ich ja schon etwas von einem Merseburger Raben gelesen und so kam ich nun auf meinem weiteren Weg auch direkt hier am Merseburger Raben an. Und mit dem Merseburger Raben ist hier ein Käfig gemeint, in welchem sich ein Rabenpaar befindet.
Einer Geschichte nach hatte Bischof Dilo von Troda seinen Diener hinrichten lassen, weil er in Verdacht geraten war, einen wertvollen Ring gestohlen zu haben. Nach längerer Zeit hatte sich aber bei Dacharbeiten herausgestellt, dass der Ring in einem Rabennest lag. Und so kam es, dass Dilo von Trotha einen Raben in Gefangenschaft nahm, der daran erinnern sollte, dass man niemals einen Menschen im Jähzorn hinrichten lassen solle. Und somit wurde auch das Familienwappen geändert. Es zeigte fortan einen Raben mit goldenem Ring im Schnabel. Auf dem Schloss- und Domvorplatz habe ich mich hier nun erst einmal ein wenig umgeschaut, bevor ich dann einmal in den Innenhof des Schlosses gegangen bin. Das Schloss wurde im Renaissance-Stil erbaut und war einst Königspfalz, Bischofssitz und Herzogsresidenz. Das Schloss ist heute im Eigentum des Landkreises Saalekreis und ist auch gleichzeitig Sitz der Kreisverwaltung. Aber auch das Kulturhistorische Museum ist hier auf 3 Etagen und ca. 1800 Quadratmetern Fläche untergebracht. Man kann hier die Geschichte der Stadt Merseburg von der Urfrühgeschichte bis zur Gegenwart erleben. Der Dom von Merseburg ist ja hier auch gleichzeitig als 4. Flügel des Schlosses direkt mit angebaut. Hier von einem Vorplatz aus schaue ich nun direkt auch auf den Dom und das angrenzende Schloss. Nachdem ich dann auch meinen Eintritt bezahlt habe, werde ich auch den Dom besuchen, werde aber aus rechtlichen Gründen auf Innenbilder verzichten. Hier war ich gerade über den Kreuzgang gegangen und befinde mich somit im Innenhof des Doms. Krypta, Domschatz, Kapitelhaus und vieles mehr kann man bei einem Rundgang besichtigen. Auch über die Merseburger Zaubersprüche kann man hier vieles im Dom erfahren. Die Mittagsglocke läutete nun und meine Zeit war auch hier schon wieder um und ich setzte meinen Spaziergang durch Merseburg fort. Zwischen alten Mauern entlang ging es nun in Richtung Neumarktsbrücke und der Neumarktskirche hinunter an die Saale. Die Brücke wird auch Waterloo-Brücke genannt, weil hier Friedrich Wilhelm III. Die Nachricht erhalten hatte, dass die Schlacht von Waterloo und somit der Sieg über Napoleon erfolgt war. Entlang der Saale führen dann immer wieder schöne Rad- und Wanderwege. Wenn man dann so über die Brücke hinweggeht und schaut zurück, hat man immer wieder einen herrlichen Blick hinauf zum Dom und zum Schloss. Ich gehe nun noch hinüber bis zur romanischen Neumarktkirche und werfe auch einen Blick in diese geöffnete Pilgerkirche hinein. Und wenn ich eben schon über den romanischen Baustil gesprochen habe, so muss man auch sagen, dass Merseburg direkt an der Straße der Romanik liegt. Nun macht es sich doch bemerkbar, dass der Zug heute Morgen über eine Stunde Verspätung hatte. Und so gehe ich nur noch ein kleines Stück hier an der Saale entlang und dann wieder zurück zur Stadt. Hier bin ich nun wieder auf dem Rad- und Wanderweg,
der ja auch gleichzeitig als der Skulpturenweg ausgeschildert ist. Es folgen nun ein paar Bootsanleger hier an der Saale und durch das bunte Herbstlaub hat man immer wieder einen Blick hinauf zum Schloss und dem Dom. Nun bin ich hier auch unterhalb des Schlosses am westlichen Saaleufer an dem Skulpturenpark angelangt, der den Namen Lebensträume trägt. Die Steinbildplastiken wurden 2004 während eines Steinbildhauersymposiums geschaffen. Ein Kormoran beobachtet hier aufmerksam die Saale und ein wenig weiter sitzt dann wohl ein Merseburger Rabe in den Bäumen. Hier scheint sich nun die Saale aufzuteilen und kurz dahinter befindet sich auch das Wasserkraftwerk Königsmühle. Ein Teil des Saalewassers strömt hier unter lautem Rauschen an mir vorbei und ich gehe dann noch einige Meter weiter und dann links wieder hinauf in die Stadt. Einige Treppenstufen musste ich schon bewältigen, bevor ich wieder oben auf der Höhe des Schlossberges angekommen war. Hier schauen wir nun auf ein weiteres barockes Bauwerk, den Wasserturm, welcher 1738 erbaut wurde. Was mir hier in Merseburg gefallen hat, waren die Baustile der verschiedensten Epochen, die sich hier im Stadtzentrum vereint haben. Entlang einer alten Stadtbefestigungsanlage geht mein Weg nun wieder weiter und ich komme dann vorne am Krummen Tor an. Das Krumme Tor gehörte zum äußersten von drei Mauerringen der Domburg. Die Anlage entstand in der Zeit des Hochmittelalters. In der Domstraße befindet sich auch der Franzosenbrunnen. Er soll an die Schlacht bei Rossbach erinnern. Merseburg kann ja über die verschiedensten Brunnen aufwarten. Hier bin ich nun am Vierjahreszeiten oder auch dem Gewandbrunnen angekommen. Weiter vorbei an kleinen Gaststätten und Geschäften komme ich nun an der evangelischen Stadtkirche St. Maximi an. Im 10. Jahrhundert wurde diese Kirche gegründet und 1247 erstmals urkundlich erwähnt. Nun bin ich auch schon am Bronzerelief der Stadt Merseburg angelangt. Irgendwie wandle ich nun durch die Stadt von Brunnen zu Brunnen. Und nun komme ich hier auf dem Endenplan auch an dem Zwei-Welten-Brunnen an. Zwei verschiedene Röhren haben hier einen Torbogen gebildet und symbolisieren somit Verbindendes und Trennendes. Und hier komme ich auch wieder an den Gleisen der Straßenbahnlinie Nummer 5 an. Und wie ich ja schon sagte, sie ist mit über 30 Kilometer eine der längsten von Deutschlands, die auch über Land fährt. Und hier schaue ich in einen Wasserlauf, wohinein sicherlich das überschüssige Wasser des Gotthard-Deiches abfließt. Unmittelbar an das Stadtzentrum grenzt hier nun der Gotthard-Deich an. Zu jeder Jahreszeit bietet es sich hier den Einwohnern oder Besuchern an, sich in eine der reizvollsten Grünzüge der Stadt Merseburg zurückzuziehen.
Da es heute doch recht stürmisch ist, kann man auch einen mäßigen Wellengang hier am Deich beobachten. Und in einer Stadt ist ja immer Leben. Hier fährt gerade mal wieder ein Krankenwagen mit Martinshorn vorbei. Wenig später bin ich schon wieder hier am Bahnhof angelangt und schaue mich hier auch einmal in dem schmucken Bahnhofsgebäude, welches auch einige Geschäfte beherbergt, einmal um. Nun heißt es wieder hinüber auf den Bahnsteig gehen und diesmal kommt auch mein Zug pünktlich aus Richtung Saalfeld hier in Merseburg am Bahnhof an und es geht dann weiter zum Hauptbahnhof nach Halle. Abfahrt. 2021 wurden hier die Renovierungsarbeiten des Bahnhofs beendet. Insgesamt besitzt der Bahnhof in Halle 13 Bahngleise, davon sind 10 überdacht. In der Bahnhofshalle haben sich kleine Läden und Gastronomiebetriebe ansässig gemacht. Bis zur Weiterfahrt nach Leinefelde hatte ich noch einige Minuten Zeit und war hier vor der Bahnhofshalle und schaute einmal an der Straßenbahnhaltestelle, wo auch hier gerade eine Straßenbahnlinie der Nummer 5 in Richtung Merseburg vorbeifuhr. Gleich von der Straßenbahnhaltestelle konnte ich wieder hinauf auf die Bahnsteige gehen und hier stand auch schon meine Regionalbahn nach Leinefelde. Trotz der enormen Verspätungen heute Morgen mit der Bahn hatte ich doch hier in der Gegend bei Merseburg einen schönen Tag erlebt.